Was geht ab und herzlich willkommen zur nächsten FIFA 15 Karrierefolge. Mache ich direkt mal weiter. Zwischen diesem und dem letzten Video sind einige Tage vergangen, was einfach daran liegt, dass ich etwas erkältet bin und ja, in den Videos hört es sich einfach kacke an, wenn jemand immer hustet oder die Nase läuft. Es ist jetzt schon besser geworden. Aber ja, wie gesagt, das ist einfach unangenehm, auch mir. Und ja, Transfers, genau, wollte ich, die Wunschliste. Da wollte ich mich, wie gesagt, um Martin Lanik kümmern. Also, er wäre mein Wunschkandidat. Werde ich auch jetzt in dieser Folge noch ein Angebot abgeben. Und ach du meine Herren. Ja, aber ja, ich versuch's trotzdem mit einem Kauf für, keine Ahnung, 1 Million. Überlegen Sie sich es vielleicht wieder anders. Mal gucken. Und ja, bei ihm werde ich, ja, muss man halt schauen am Ende, was übrig bleibt, also an unserem Geld. Und wenn was übrig bleibt, dann werden wir das dort ausgeben und eventuell noch einen Spieler dazu tauschen. Wie der FIFA-Fox auch wieder erwähnt hat. Danke dafür. Mike Ott. Ja. Er ist halt, wie gesagt, wieder so einer, so ein junges Talent, der spielen müsste, aber ja, kann ich einfach nicht. Vor Ott wäre noch FSF. Und er schöpft sowieso und dann noch Raschkowski. Schwer. Mendler ist auch da. Ich würde jetzt mal gerne die, ja, ein paar Spiele rausnehmen. Und ein paar neue testen. Dafür ist eine Vorbereitung da. Nämlich Mlapa. Auf links den erstmal den Füllkrug, rechts den Koch, Pachonik, aus dem auch auf jeden Fall was werden kann, wenn er sich weiterentwickelt. Pinola raus und Rakowski mal rein. Ja, und das sind alles Kandidaten. FC tue ich mal für Kehr. Sind eigentlich alles Kandidaten, die, ja, die man verleihen könnte oder ganz abgeben könnte. Erstmal mache ich jetzt mal das mit Martin Lani. Was? Sind die, was haben die denn getrunken? Die wollen einen doch veräppeln. Das kann nur ein Bug sein. Spielte mal 1 Million. Selbst das erscheint mir noch relativ viel. Spieler vielleicht was dazu. Also, oh Gott, was träumen die denn? Wen haben die denn? Die haben, der Trapp wird natürlich spielen und Wiedwald. Den Torwart können sie nicht gebrauchen, Bier können sie eh nicht gebrauchen, die können ja eigentlich niemand gebrauchen. Der ist sogar unglücklich. Ich tue einfach mal Stefan noch dazu. Oder? Marco, also, bis 10 Millionen, das ist ein Traum. Im Traum. Hier, die simulieren wir mit der 9-11. Weiter. Schweizer Erstligist müsste das sein. Rote Karte. Und Halbzeit geht weiter.
passiert gar nichts. Mal ein Wechsel. Gleich. Aha. 1-1. Kurz vor Schluss hatte Pollack noch was gemacht. Ja gut, ne? Pollack mit dem Tor, Schöpf raus, Laber raus für FSF und Silvester. Okay, okay. Joa. Boah, ey, gebt euch die Werte. Barry. Ja. Erstmal müssen wir uns wirklich um einen Sechser bzw. Innenverteidiger kümmern. Das hat einfach oberste Priorität. Raphael Schäfer. Nein, natürlich nicht. Wir haben ihn und Rakowski. Das ist eine perfekte Nummer 1 und 2, wie ich finde. Rakowski als junges Talent könnte dahinter aufgebaut werden und davon abgesehen 1,8 Millionen ist jetzt auch nicht so viel, dass ich sagen würde, ich nehme es auf jeden Fall an. Ja, können wir eigentlich alle, obwohl nicht, ich lehne jetzt nur mal ab. Wenn einer kommt und 4 Millionen bietet, müsste man sich schon eher Gedanken machen. Oh. Also Stefan, kannst du weg. Mendler, Bier, oh, Bier, als ob die den Bier wollen. Das ist so... Das ist aber mein letztes Angebot. Ach, das ist eigentlich 1,3 Millionen plus Bier. Letztes Angebot. Oder Laien. Aber nee, die wollen den eh nicht verleihen. Oder doch, ich kümmere mich mal eher um eine Laie. Ups, ups, ups. Ups, ups, ups. Vielleicht. Ja. So. Laie, Torprämie. Der macht eh kein Tor. Kurzleihe, ganze Saison, künftige Ablöse. Ich mach einfach mal 1,6 Millionen. Vielleicht, ja, vielleicht wird es ja was. Aber also ich weiß nicht, was das da soll mit der Ablöse da. 6 bis 10 Millionen, also im Leben nicht. Nächstes Spiel. Füllkrug. Die Pfeile bedeuten immer, ob der Spieler gerade in guter Form ist oder eher in schlechter. Und ja, beim Füllkrug geht's im Berg ab. Aber da werde ich jetzt mal wieder die, die Jungs spielen lassen, die eher beim ersten Spiel gespielt haben. So. Aber ich tue erstmal. Vielleicht werden ja die Jungs auch mal eingewechselt. Silvestre natürlich. Ja gut. Und go. Oh, also das mit Lanik ärgert mich wirklich. Da muss ich mich vielleicht doch um Jabo kümmern und Gebhardt mit dem 1-0. Reinhold Jabo von Karlsruhe. Okay, 2-0 kann der. Mendler raus und Schöpf. Mendler rein und Schöpf raus. Gut. Mlapa für Silvestre. Mlapa mit dem Tor. Ja gut, sicherlich auch positiv für Mlapa, wenn er reinkommt und direkt ein Tor macht. Oh, alle Tendenz nach oben ist ja sehr gut. Hier wollte ich kurz gucken. Ah, guck, da oben links sieht man, dass Hoffland sich beispielsweise um einen Gesamtstärkepunkt verbessert hat. Genau, das wollte ich. Okay, auch gut. Ab und zu plus 1, immer gut. Oh ja, es liegt halt an seinem Alter.
Bedürftig, ja. Lapa geht auch. Ott. 59. 60 sieht auf jeden Fall schon mal aus, besser aus wie 59. Okay, gut. Ist ganz interessant, wenn man da alle paar Wochen mal reinkommt, finde ich. Aber okay. Müssen wir, ich gucke jetzt nochmal nach Alternativen. So. Backfriede wäre natürlich auch gut, aber... Geben die den ab? Ups. Die geben den doch eh nicht ab. Mach mal eine Anfrage. Anfragen kostet ja nichts. Captcha. Nö. Kramayo. Reinhard, sie gehen doch. Ja, wo? Weiter beobachten und eine Anfrage und. Also, den würde man anscheinend bekommen. Wäre auch nicht der allerschlechteste. Okay. Hab ich da jetzt eine Anfrage geschickt? Ich glaube schon, oder? Ja. Also, bisher ist Javo mein Wunschkandidat. Felix Groß. Auch okay, oder? Mach auch mal eine Anfrage. Oder kann man hier ja, weiter beobachten und eine Anfrage. Aber die werden nicht in die zweite Liga wollen. Schmiedebach ebenso wenig. Lehmann, ne. Latze aber, ne. Dann doch eher Jabo. Also bisher läuft alles auf Jabo hinaus. Weiter. Ja. Ah ja, okay, also Lani können wir vergessen. Barkfred 5 Millionen können wir auch vergessen, super. Ja gut, dann wird's jetzt auf jeden Fall mal Jabo. Kontaktieren für den Kauf. Also Javo ist aus seiner Position einer der besten, hat aber noch weniger als ein Jahr Vertrag. Er würde derzeit wohl für eine Ablöse zwischen 1,6 und 2 Millionen Euro gehen. Okay. 1 Million. Nochmal 1,3. Ja. 1,3 wäre gut. Und? Oh. Das wäre halt auch eine gute Chance, Spieler abzugeben, die ähnlich spielen. Das wäre dann Stefan, Bier und Mendler. Wobei, Mendler würde ich eigentlich verlangen. Also, mach einfach mal mit Stefan und mach 1 Million. Weil Stefan ist ja auch 500.000 wert. Und wenn wir das so machen, wäre ich mega glücklich. Das wäre absolut geil. Ja, aber... Der soll ja sogar im Gemeinderat in Karlsruhe sein. Also interessiert sich wohl auch für Politik. Felix Groß. Was? Oh Gott. Gott. Jabo oder Groß? Wenn. Ah ja, Moment. Jabo haben wir jetzt für 1 Million. Aber die wollen 2,6. Ich denke, es ist halt wie gesagt aber noch Verhandlungsbasis. Am Ende trifft man sich vielleicht so bei 2. Und ja, nimmt man da Jabo oder Groß? Ich weiß es nicht. Ich weiß es echt nicht. Ich habe jetzt erstmal das mit Jabo gemacht für 1 Million. Vielleicht klappt das ja auch schon. Wir haben ihr Angebot für Reinhold Jabo erhalten. Aus folgendem Grund können wir dem leider nicht zustimmen. Obwohl wir sehr an dem von Ihnen angebotenen Spieler interessiert sind, glauben wir nicht, dass die von Ihnen gebotene Summe angemessen ist. Sollten Sie allerdings bereit sein, Ihr Gebot auf 1,76 Millionen zu erhöhen, wären wir einverstanden.
Diabo gehen zu lassen. Okay. Das ist doch schon mal sehr positiv. Die sind an Stefan interessiert. Und 1,7 ist okay. Wir machen aber erstmal 1,5. Dann hätten wir noch 2 Millionen. Vielleicht machen die das so auch. Ja, die 200.000. Mal abschicken. Gut, gut. Es geht voran. Ich wäre froh, wenn jetzt nochmal ein Angebot für Transferabgänge kommt. Wäre auf jeden Fall gut. Ja, das wissen wir jetzt. Inakzeptabel. Die wollen die 1,76. Dann bekommen sie die, oder? Eier auf. Am Ende kackt die Ente, würde mein Vater jetzt sagen. Weiter. Ich bin ja froh, wenn wir ein Jabo haben. Bald müsste doch auch die Liga beginnen. F-Safe, das wäre ja Saulei perfekt. Wenn wir jetzt dann noch Richard von Pauli bekommen. Ja, nehme ich auf jeden Fall an. Dort kann er spielen und sich entwickeln. Und für nächste Saison haben wir dann vielleicht sogar einen Zehner, der unseren Stammspielern drücken könnte. So. Ach ja, Gehalt gibt's ja auch noch. Torprämie 15. Künftiger Stammspieler. Weil ich denke schon, dass er Pollack, also den Platz von Pollack einnehmen könnte. Ob es noch in der Saison ist, keine Ahnung. 4 Jahre ist kein Problem, der ist noch jung. Ich bin froh, wenn sich so ein junger Spieler lang an den Club binden möchte. 15.000 ist, glaube ich, auch okay. Ja, künftiger Stammspieler. Ich glaube, da wird der noch meckern. Aber ich gehe mal auf Absenden. Okay. Ja, super. Schafft er sich vor Frankfurt im Aufstieg? Ah, eher nicht. Wer ist das jetzt? Was? Was? Wir können lange. Wie Sie meine Rolle in Ihrem Team sehen, ist es eine Beleidigung. Ah, okay. Ja, ich hab's gewusst. Mach halt wichtiger Stammspieler, oder? Ob der meckern wird, wenn er am Anfang doch eher von der Bank auskommt. Aber ich mach das jetzt mal. Felix Groß, ja komm. Ich hab Jabo. Oder ich hoffe, das wird was mit Jabo. Sonst sehen wir alt aus. Da beginnt auch schon die Liga. Ach, wir haben ihn. Annehmen. Ah, dann hätten wir nur noch 1,7 Millionen und 33.000 Gehalt. Aber ja, müssen, ne? Wir haben unbedingt einen guten Sechser gebraucht, den bekommen wir. Und Stefan ist auch weg. Ja, auf jeden Fall gut. Boah, gebt euch die Werte. Ausdauer, Stärke, alles super, Antritt. Da haben wir einen guten Fang gemacht, bin überzeugt. Rakowski, Bultunga, Mendler, den würde ich noch gern verleihen eigentlich. Ramirez. Oh, wir haben noch zu viele Spiele, die selten spielen werden. Okay, ja. Auf jeden Fall gut, dass es mit Jabo geklappt hat. Weiter. Okay, jetzt würde auch schon das Spiel kommen. Dann würde ich mal sagen, war es das wieder für diese Folge.
Ich gehe nochmal kurz hier und check das, ob der Kader für das Spiel okay ist. Alles klar, dann ich hoffe, euch hat es Spaß gemacht. Und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao.